Als wesentliches Element des Gefechtsverbandes sehen Sie in etwa 250 Meter über dem Verband ein NR-19. Dieser hat den Auftrag. Verehrte Gäste, die erste Welle zur Sicherung der Landezone ist nun gelandet. Zum Einsatz kommen in diesem Bild 5 Infanteriegruppen sowie gepanzerte, luftverlassbare Ketten- und Radfahrzeuge. Die luftbeweglichen Infanteriegruppen werden zukünftig als Infanteries der Zukunft mit modernsten Ausrüstungen. Die Gruppe wird grundsätzlich mit Hubschraubern des deutschen Heeres verbracht und kann im gesamten Spektrum der Landeoperation eingesetzt werden. Die Gruppe setzt sich zusammen zum Gruppenführer, Stellvertreter sowie 7 Jägern und einem Kraftfahrer. Mobilität und Schutz der eingesetzten Infanteriegruppen werden hier durch einen Waffenträger Wiesel mit einer 20 mm Maschinenkanone ausgerüstet, einen Waffenträger Wiesel Theorien gegen Panzer, den Flugabwehrraketen Waffenträger Ocelot gegen Luftfeind sowie. Ihre Hände sind dann das Sicherungssystem. Fest zupacken, erst nach Bodenkontakt loslassen, sonst wird's unangenehm. Nach dem erfolgreichen Land der Soldaten werden dann zum Beispiel die Seile entweder abgeworfen bzw. wieder an Bord genommen. Sie sind auch schneller. Eurofighter signalisiert die sofortige Landung am festgelegten Flugplatz. Der Angriff sichert das Abfangverfahren. Abwerfen und Absetzen von Lasten wird zur Unterstützung eigener Kräfte im Einsatzgebiet, aber auch im Rahmen humanitärer Hilfseinsätze angewandt. Der W1B-Bomber Lancer. Er rollt nach Westen und wird gleich starten. Meine Bitte an Sie, verehrte Gäste, achten Sie auf Ihre Kinder und halten Sie denen die Ohren zu oder weisen Sie sie an, selber die Ohren zuzuhalten. Allerdings wird die B1 dann von hier aus mal eben nach Frankreich fliegen, um dort mal eine Airshow zu besuchen und wird dann gegen späteren Nachmittag um 17 Uhr, ungefähr zwischen 17 und 17.30 Uhr, dann wieder hier sein, um dann hier ihre Vorführung zu zeigen. Die 1B Lancer. Von den amerikanischen Luftfahrtkräften der Standardbomber B1B Lancer. Okay.
unbelievably quiet, unbelievably huge. The latest technology and the latest and largest airliner in the world. The A380 is the youngest member of the Airbus family. And today it's a very great pleasure to welcome this all-new flagship of the 21st century here at the Berlin Air Show at ILA. The A380 is flown by experienced test pilots Jacques Rosé and Eckhard Hauser. Сейчас выступил самый молодой член семьи Airbus A380. Мы рады приветствовать этот флагшип 21 века здесь на международном аэрокосмическом салоне. A380 сегодня пилотируется опытными летчиками и испытателями Jacques Rosé и Eckhard Hauser. Das jüngste Flaggschiff der Airbus-Familie hier heute an uns am Himmel. Das Flaggschiff des 21. Jahrhunderts, geflogen von Testpilot Jacques Rosé und Eckhard Hauser. Ja, verehrte Gäste, noch etwas zu der Sache, was Timmy sagte. Groß, auch eigentlich schnell, aber leise. Als in den 90er Jahren die Jets an den Himmel kamen, eine Lärmteppich von 14,5 Quadratkilometern. Heute 75% weniger, nur noch 1,5 Quadratkilometer. What Gunther's saying there is one of the advantages that the technology in this massive and impressive aircraft has is that back in the 70s, airliners used to have a noise footprint of over 15 kilometers from the airport. And nowadays, we're as Gunther just said, there's bigger, and then there's the A380.